Die DDR ist Geschichte und bald 20 Jahre nach dem Fall der Mauer warnt Marianne Birtler davor, den Arbeiter- und Bauernstaat zu verharmlosen. Ob die DDR ein Unrechtsstaat war oder nicht, diese Diskussion hält die Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen für überflüssig. Sie war auf Unrecht gegründet. Es gab weder freie Wahlen noch Gewaltenteilung noch eine Öffentlichkeit, die diese Bezeichnung verdient hätte. Wenn man das alles zusammensieht, kann man zu keinem anderen Ergebnis kommen, als dass es ein Unrechtsstaat war. Bundeskanzlerin Angela Merkel habe sich in der Diskussion um die Rechtsstaatlichkeit der DDR angemessen geäußert, sagt die frühere Bürgerrechtlerin. Vor allem habe die Kanzlerin deutlich gemacht, dass es keine Kränkung für DDR-Bürger ist, wenn man die DDR als Unrechtsstaat bezeichnet. Und sie hat das an vielen Beispielen deutlich gemacht, dass die DDR dem Grunde nach ein Unrechtsstaat war, was nicht heißt, dass tagtäglich alles, was geschieht, nur Unrecht ist. In der DDR wurden Andersdenkende bespitzelt oder eingesperrt. Selbst Schüler wurden dafür angeworben. Darüber führte die Staatssicherheit ebenso Protokoll wie über Alltagsprobleme. Wir können mit diesen Akten, denke ich, manche Legenden widerlegen. Auch die Versuche, die DDR im Nachhinein weich zu zeichnen, rosaroten Schleier über alles zu breiten. 1,7 Millionen Menschen wollten bislang Einblick in die Stasi-Akten erhalten. Für Marianne Birtler ist die Mission ihrer Behörde noch lange nicht erfüllt. Ihre eigene zweite und letzte Amtszeit läuft 2011 aus.